Du bist zurück aus New York. Das Spannende war ja für dich im Vorfeld, dass du geplant hast, mit dem Schiff dorthin zu reisen. Ich habe hier aus dem vorherigen Interview eine kleine Szene, die wir uns anschauen. Ich fahre nach New York mit einem Frachtschiff und ich werde diese Reise eben nützen für eine Überlegung über Zeit in Verhältnis zu Raum und Bewegung. Es wird eine Herausforderung. Ich werde mich wie in einer Gefängnis fühlen, aber ich brauche das einmal im Leben muss ich das erleben. Ja, die Zeitdimension und die Distanz ist total anders gewesen, als ich mich vorgestellt hatte. Während dieser Reise war die Zeit nur durch Tag und Nacht und die drei tägliche Mahlzeiten skandiert. Wie lange ist die Reise gegangen? 18 Tagen. Ich bin in Genua gestiegen und dann haben wir einen Halt in Marseille und dann Barcelona und dann Valencia und von Valencia direkt nach Newark. Die Zeit steht in der Fotografie still, aber wie nehme ich die zeitliche Struktur in einem Kunstwerk wahr? Auch im Vergleich mit Video und Fotografie. Und auch die Frage, wie nehme ich die Zeit wahr? In Wirklichkeit und im Kunstbereich? Ja, ich habe ein Video auf dem Frachtschiff geschafft und mit diesem Video ist die Zeitdimension wirklich stark akzentuiert. Das Video dauert 71 Minuten, Real-Time, das ist wirklich Echtzeit. Die einzige sichtbare Bewegung ist durch den langsam Verschieben von der Schatten auf den Container und den Wasserfluss gegeben. Es ist ein bisschen in unserer Zeit, wo jede drei Sekunden sehen wir eine andere Szene, ist vielleicht eine Provokation. Ich wollte eben ein Jetzt spüren und spüren lassen. Gab es auch noch andere Gründe, warum gerade endlich das Frachtschiff und Weil ja, ich wollte ein bisschen sehen, was unsere Produkte versteckt. Man weiß, dass 90% von allen Konsumgütern, die wir kaufen hier, kommt mit diesen Cargoschiffen, weil sie sind sehr billig. Und sind wirklich so billig, weil sie dieses Schweröl als Treibstoff verwenden. So ein Reiseschiff in einem Jahr kann so viele Schadstoffe produzieren wie 50 Millionen Autos für die Okay. gleiche Strecke. Ein Schiff in einem Jahr. Ja, darum, ich habe meine Foto hier den Titel gegeben, Why are bananas so cheap? Oder Bananas. Ananas sind so billiger als unsere Äpfel, die hier sind, die hier haben. Und dann, es war wirklich auch sehr anregende Lebensgeschichte, habe ich im Gespräch mit dem Crew erfahren. Sie waren alle Filipinos, sehr junge Filipinos. Nur der Kapitän und ein paar Offizieren waren Chinesen. Der Koch hat mir gesagt, er ist immer 10 Monate auf dem Schiff und sie können nie in einen Hafen aussteigen. Sie bleiben immer auf dem Frachtschiff. Sie können aussteigen, nur wenn sie einen Arzt brauchen. Und in einen Hafen, weil auf dem Schiff gibt es kein Arzt, nichts. Würdest du dich denn als Kunstaktivistin oder eine bezeichnen oder eine politische Künstlerin? Ich fühle mich nicht als Aktivist, weil sonst sollte ich völlig anders handeln.
nicht nur so mit so Ausstellung, ich möchte wirklich, und es gehört nicht zu meinem Charakter, ich meine, wir müssen auf unsere einige Leben, einige Erfahrungen ausgehen und dann unsere Erfahrungen, Erlebnisse in eine Objekte zu konkretisieren, die unsere heutige Realität repräsentiert. Und das, ich bin immer noch an der Suche, die richtigen Wege zu finden. Du hast im Vorfeld gesagt, du hast eine Liste von Non-Profit-Galerien. Wie ich das verstanden habe, hast du dort inhaltliche oder thematische Interessen gesucht. Ich habe hier auch einen Ausschnitt dazu. In New York ist sehr pragmatisch, oder? Muss man Geld produzieren. Und wo so kommerzielle Galerien, dann kannst du Bilder sehen und so, aber mich interessiert etwas mehr aktuell und mehr ein bisschen, was eben in die kommerzielle Galerie nicht gezeigt wird. Hier war ich enttäuscht, wirklich. Ja, weil ich habe nicht gefunden, was ich suchte. Ich meine, es ist Make Money, es ist alles so kommerziell. Es war interessant, was sie als Workshop gemacht haben und der Abend, so Diskussion, da war ich dabei und das war sehr interessant, auch so andere Künstler mit anderen Disziplinen kennenzulernen. Das war interessant. Aber die Ausstellungen haben sie auch so Sachen gezeigt, wo sie verkaufen kann. Was hast du dir dort genau versprochen, dass du dort Kunst siehst, die gesellschaftskritisch ist? Oder? Ich erwartete etwas, wie kann ich sagen, etwas neu, etwas, die mir Klick macht. Oder, ja. Ich also weiß nicht, oder, neues Medium, das ist jetzt oder ein neues Thema. Eine neue Kunstsprache oder ja. Ich gehöre zu der 70er Generation. Wir wollten das der Welt verbessern, weil in den 70er Jahren, oder vielleicht ist jetzt eine Utopie, aber für mich, das gehört zu mir. Ich kann nicht vergessen, was ich bin. Kunst muss sichtbar machen, was schon da ist, aber nicht wahrgenommen wird. Oder? Das wäre auch, was ich suche. Eine alte Maxime. Ja, alte Maxime, und das ist immer noch richtig. Aber ich muss jetzt die richtige Kommunikationsform finden. Und jetzt gehst du nach New York, um dort eine Schule zu besuchen? Ja. Ich werde an der School of Visual Art die Summer Residency Atelier besuchen. Ich habe jetzt ausgewählt für einen Monat das Fine Arts in Contemporary Practice. Ja, Mitte Mai begann mein erster Kurs. Jeder Künstler hat ein Studio in der Schule bekommen und jeden Tag haben wir Studiobesuchen gehabt und ich hatte die Möglichkeit, meine Arbeit dem ehemaligen Direktor des MoMA in San Francisco, David Ross, oder der Kolumnist, Kunstkritiker Jerry Salz zu präsentieren und darüber diskutieren mit ihnen und dann Feedback erhalten. Wie hast du vor allem in New York gearbeitet, mit was für Medien? Gehäkelt. Gehäkelt. Nein, das ist kein Scherz. Als ich in New York gekommen bin, war ich wirklich erstaunt über die Mengen an Plastiksäcke, die ich im Geschäft bekommen habe. Ja. Innerhalb von 3 Wochen war mein Arbeitstisch voll von Plastiksäcke überhäuft. Und dann ich begann mir zu überlegen, wie könnte ich dieses Material nutzen, um den Schaden, den dieses Material in die Umwelt verursacht, zu kommunizieren.
Mhm. Und dann habe ich ein Bett ausgewählt, weil das Bett unser intimster Lebensraum ist. Ja. Das Bett wurde mit 835 Plastiksäcke realisiert und verweist auf den Habitat, den wir jetzt mit diesen Plastiksäcken in unserem Ozean erschaffen wird, oder? Ja, was die Fische dann wieder essen, oder? Diese, ja, und dann das irgendwann kommt, mal zu uns wirklich, ja, genau, weil mehr als nur eine Bettdecke in uns drin, ja, steckt. Ja. Jedes Jahr werden 8 Millionen Tonnen Plastik in unser Ozean weggeworfen. Mhm. Und die Plastik ist das schädlichste Material, Abfallmaterial, der im Moment weggeworfen wird. Ja. Und das war ein bisschen die Geschichte, die in New York nicht so gut angekommen ist, weil, aha, du bist Schweizer, aha, Ökologie ist für reiche Länder gut. Wir haben wichtige Probleme, oder? Und darum habe ich das extra gemacht. Also du hast darauf reagiert, ja, dass sie eigentlich gesagt haben, es sei kein Thema. Ja. Ja. Ich war die Einzige, die während dieser SWE-Studio gehackelt hat. Ja. Gibt es dort eine Zusammenarbeit, die du erwähnen möchtest? In New York nicht, ja, aber hier für diese Galerie habe ich eine Performance organisiert mit einer Tänzerin. Und für diese Performance habe ich die Rolle der Choreografin, ja, genommen, und die Tänzerin hat sie als Schauspielerin gespielt. Ja. Diese Nür war wirklich Gold wert, ist Gold wert gewesen für mich. Ja. Es war wirklich so viel Input, ja, dort, und ja, die Lust auf neue Experimente auch.